Yo, was geht ab, meine Freunde? Euer Sir Jackson zu dem Gaming ist mal wieder hier zu einer neuen FIFA 17 Ultimate Team Folge. Ja, Freunde, heute starten wir mit einem ganz neuen Format, und zwar das Format heißt: Ich bewerte eure Teams. Es kann natürlich sein, dass die meisten von euch dieses Format schon kennen, da das schon sehr, sehr, sehr viele FIFA-YouTuber vor mir gemacht haben. Aber meine lieben Freunde, ich dachte mir einfach mal so, Deja Serhan, warum machst du das eigentlich nicht? Das ist eigentlich ein geiles Format und du bist ja eigentlich auch so ein Typ, der gerne Squads baut und bewertet. Von daher habe ich mich jetzt so kurzerhand dazu entschlossen, dieses Format zu machen. Ich habe es auch öfters mal in den Streams angekündigt und so weiter. Also Jungs, ihr habt mir echt sehr viele Teams geschickt, sehr nice Teams, sehr gut gebaute Teams und auch Teams, die ich gut bewerten kann. Und wie gesagt, das ist jetzt die allererste Folge. Und wenn ihr beim nächsten Mal, in der nächsten Folge dabei sein wollt, Freunde, dann addet mich einfach auf Instagram. Mein Instagram-Name ist in der Beschreibung. Einfach mal mich dort adden oder followen, besser gesagt. Und dann mir eine Privatnachricht mit eurem Team schicken. Und dann kann ich euer Team auch sehr gerne bewerten. Und bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video starten, Freunde, will ich noch kurz was sagen. Und zwar, euch ist ja bestimmt schon aufgefallen, dass ich jetzt endlich mal die fucking 500 Abonnenten gepackt habe, Jungs. Für diejenigen, die es noch nicht bemerkt haben, geht mal runter auf den Kanal, da könnt ihr es sehen, Jungs. Ich habe einfach mal unglaubliche 500 Abos geknackt, Jungs. Es ist einfach so krass, dass ich schon mittlerweile so eine große Reichweite habe. Oder was heißt groß? In Anführungszeichen natürlich groß. Ich bin jetzt nicht der größte YouTuber, aber ich kann jetzt auch nicht mehr behaupten, dass ich der Kleinste bin. Und von daher bin ich auf jeden Fall sehr stolz, so eine starke Community hinter mir zu haben. Dafür wollte ich mich jetzt erstmal bedanken, Jungs. Und als zweites wollte ich noch sagen, dass ich mir jetzt eine ganz neue Beschreibung erstellt habe mit meinen ganzen, mit meinem ganzen Equipment, mit meinen ganzen Social-Media-Plattformen und so weiter. Also Jungs, ich habe einfach alles, was so über mich wichtig ist, in diese Beschreibung reingepackt. Also falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal diese Beschreibung auschecken. Da habe ich auch meine ganze Gaming-Ausrüstung und so weiter alles verlinkt. Wenn ihr da was bestellt über diese Links, das sind alles Amazon-Links, dann bekomme ich immer so eine kleine Provision davon ab. Und dabei unterstützt ihr mich, aber ihr müsst dafür keinen einzigen Cent mehr zahlen. Also es wäre echt nice, wenn ihr das machen würdet. Aber wie gesagt, das steht euch frei, wo ihr das kaufen wollt. Das ist wie gesagt nur eine Empfehlung für euch. Und ja, bald werde ich auch natürlich dieses Tutorial bringen, wie man diese Controller moddet. Aber das dauert auch noch ein bisschen. Und Jungs, ich weiß, ich habe wieder lange gelabert. Ich würde sagen, startet jetzt ins Video und wir kommen zum ersten Team. So, und das allererste Team ist vom lieben Gaming Skiller, auch bekannt als Americano, also die meisten sollten ihn eigentlich kennen, der ist auch Mod in meinem Stream. Und der hat uns dieses fresh Team zugesendet. Er meinte einfach nur so, bewerte mein Team. Ich dachte mir so, ja okay, kann ich gerne machen. Also ich muss das als erstes mal sagen, das Team schaut richtig geil aus, es ist wirklich sehr gut gebaut, so ein ganz gechilltes League A Team mit so ein bisschen Premier League, also es sind halt überwiegend französische Spieler. Ich finde überhaupt die französischen Spieler in FIFA sitzen übertrieben krass, Jungs. Diese Spieler, die dieses Jahr für Frankreich erschienen sind, sind der Burner. Die sind sowas von krank. Aber wie ich bei fast allen Teams ein bisschen was verändert habe, muss ich leider in diesem Team auch was Kleines ändern. Und zwar den guten Hector Bellerin, den könnt ihr hier sehen. Er ist eigentlich ein sehr solider Rechtsverteidiger vom Tempo her. Aber ich finde einfach, der hat viel zu wenig Physis und zu schwache Defensivwerte. Von daher würde ich ihn dir auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich würde dir lieber einen Kyle Walker oder einen Antonio Valencia empfehlen. Die zwei sind auf jeden Fall deutlich besser. Und falls du auf ein bisschen mehr Tempo stehst, aber dafür weniger Physis, dann nimm Kyle Walker. Aber wenn du auf ein bisschen weniger Tempo und dafür voll krasse Physis stehst, dann nimm Valencia. Also ich persönlich würde da lieber Valencia reinpacken, weil ich einfach ihn unnormal krass finde in FIFA. Und so schaut eigentlich dein Team ganz solide aus. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Team. So, als nächstes haben wir den lieben Marcel Flying oder Fly-Y-N-G, so heißt er, glaube ich. Er hat mir geschrieben, hier mein neues Team, das kannst du bewerten. Das mache ich natürlich auch sehr gerne. Also mir fällt erstmal auf, dein Team ist wieder mal ganz gut gebaut. Jungs, ich muss es einfach sagen, ihr habt so geile Teams, ohne Witz. Auch wenn eure Teams nicht teuer sind teilweise, die sind einfach so nice gebaut und ihr habt so geile Spieler reingepackt. Aber hier muss ich leider auch ein paar Spieler ändern. Und zwar, das erste, was mir aufgefallen ist, ist dieser, ja, dieser Links-Mittelfeldspieler, der auf der ZM-Position spielt. Das würde ich dir echt abraten, weil es ist immer sehr schlecht, wenn man mit einem Spieler, der eigentlich auf dieser Position nicht spielt, spielt. Das heißt, wenn man irgendeinen Spieler nimmt und auf die falsche Position setzt, dann ist man einfach im Nachteil, Jungs. Dann spielt er nicht auf der vollen Chemie und das wirkt sich auf die Ingame-Stats massig aus. Massig, wirklich sehr krass aus. Von daher würde ich ihn dir da nicht reinpacken. Also ich würde ihn dir da nicht empfehlen. Da habe ich dir ein paar Spieler zur Auswahl gestellt. Und zwar, ich habe mir überlegt,
Du hast hier eigentlich schon zwei defensive Spieler. Zum einen hast du Emre Can, der ist wirklich sehr stark defensiv. Und natürlich Gueye, der ist auch ein sehr defensiver Typ. Und dann dachte ich mir, eigentlich bräuchtest du im Mittelfeld noch einen Offensiven, den du dann in-game auf die mittlere ZM-Position setzen würdest. Und wer passt da eigentlich am besten? Wir machen es mal so. Wer passt ins Mittelfeld am besten? Natürlich zum einen Lallana. Der ist, glaube ich, der günstigste mit sehr soliden Werten. 5 Sterne Weak Foot. Außerdem kannst du natürlich auch noch Coutinho reinpacken. Den feiere ich auch wirklich sehr in FIFA. Ich finde, der rasiert komplett im 10er-Bereich. Also der ist wirklich sehr heftig. Außerdem kannst du noch Eriksen reinpacken. Und zu guter Letzt noch Dele Alli Upgrade 82, falls du nicht so viele Coins haben solltest. Also ich habe dir hier zwei bisschen teurere und zwei bisschen günstigere Spieler reingepackt. Ich würde es aber auf trocken sagen, wir packen hier mal Coutinho rein, weil ich ihn irgendwie am meisten feiere von diesen dreien. Und als zweite Verbesserung kann ich dir noch empfehlen, deinen linken Stürmer zu ändern. Und zwar, da dachte ich mir einfach so, Arnautovic ist eigentlich ein sehr solider Linksmittelfeldspieler, aber ich finde einfach, er ist als Flügelspieler oder als Stürmer sogar viel zu langsam. Von daher würde ich dir den nicht so empfehlen und würde dir stattdessen hier einmal Martial empfehlen. Martial, den kennt wahrscheinlich jeder, der Weekend League zockt, der ist einfach krass, der rasiert immer. Außerdem haben wir hier noch Depay, auch ein sehr heftiger Typ. Und jetzt kommen wir zum Kracher, und zwar der Kracher des Krachers. Yannick Bolasie, Jungs. Yannick fucking Bolasie, den Typ. Mit dem Typen habe ich einige Spiele absolviert, mit dem habe ich einige Spiele gemacht und ich bin einfach nur mehr als zufrieden. Der Typ ist so ein Biest. Der Junge hätte locker eine 90 verdient als Gesamtrating. Ich bin echt unzufrieden, dass er nur eine 82 hat als Gesamtrating. Der hätte Minimum eine 90 verdient, so wie er in-game spielt. Und da will ich dir auf jeden Fall, wenn du so viel Coins hast, der kostet, glaube ich, momentan noch so 60.000 Münzen. Wenn du 60.000 haben solltest, pack auf jeden Fall Yannick Bolasie rein und dann hast du so ein krankes Team. Dann kannst du nur noch rasieren. Und ich würde sagen, mit diesen Worten springen wir hier auch ins nächste Team. So, Jungs, jetzt sind wir im dritten Team angekommen. Und das ist eine Mischung aus Ligue A, ein bisschen Calcio A, also die italienische Liga, und noch ein bisschen MLS. Mir fällt hier erstmal auf, dass der gute Dybala nicht auf der vollen Schiene spielt. Das ist nie gut, Jungs. Also merkt euch diesen Grundsatz, Jungs, dass ihr nie mit einem Spieler spielen sollt, der nicht auf voller Chemie ist. Okay, das ist einfach super wichtig. Auch wenn ihr damit irgendeinem, keine Ahnung, einem 70er Rating Spieler spielen müsst, ist es immer noch besser als mit einem, keine Ahnung, mit dem Ronaldo mit nur einem Chemiepunkt zu spielen. Also so denke ich das zumindest. Von daher würde ich dir Dybala da nicht empfehlen. Dybala ist natürlich krass, der ist echt ein krasser Typ, der rasiert unnormal heftig. Aber Jungs, ich kann ihn euch da echt nicht empfehlen, weil der ist nicht so heftig. Also von der Chemie her jetzt. Und deshalb würde ich dir lieber da mal den guten Sharabi empfehlen. Der ist auf jeden Fall sehr krass. Das ist natürlich seine Food Birthday Karte. Ich habe auch geschaut, wie viel der kostet. Der kostet noch knapp 90.000, 90 bis 100.000 so um den Dreh rum. Und Dybala müsste ja auch über 100.000 kosten. Von daher kannst du eigentlich Dybala ganz gut verkaufen und kannst dir den Sharabi holen. Und ich finde Sharabi einfach als Stürmer, als Food Birthday Karte unnormal krass. Ich habe ihn ja auch als 88er Karte und da ist er schon unnormal am Rasieren. Und ich denke mal, die 84er Karte, die wird es auf jeden Fall auch schon tun. Mit ja, Hochmittelarbeitsraten, gutem Tempo, 5 Sterne Skill, 4 Sterne Weak Foot. Also der Junge, der hat es wirklich in sich. Und sonst finde ich dein Team eigentlich ganz okay. Also cooles Team, Props an dich. So, meine Freunde, und das war's auch mit dieser Folge. Es tut mir jetzt leid, dass ich nur 3 Leute drangenommen habe. Ich habe ja eigentlich 7 Leute vorbereitet, Jungs. Es tut mir jetzt leid, dass ich nur 3 erstmal drangenommen habe. Aber mir ist aufgefallen, dass das Video sonst zu lange wird auf einmal. Und das ist ja scheiße, wenn man immer zu lange Videos hat. Ich will die Videos lieber kurz halten. Das bockt sich mehr als YouTuber. Von daher würde ich sagen, Jungs, 3 Leute haben wir schon mal abgearbeitet. In der nächsten Folge werde ich die anderen restlichen 4 noch abarbeiten. Und dann in der dritten Folge werden dann diejenigen kommen, die ab jetzt kommentieren. Also Jungs, seid mir da nicht böse. Ihr könnt auch gerade euren Namen lesen, falls ihr mir geschrieben habt. Ihr werdet noch hundertprozentig drankommen. Also seid mir da echt nicht böse, aber das Video wird halt sonst zu lange. Und zu lange Videos sind, wie gesagt, auf YouTube nicht so nice. Ich hoffe trotzdem, es hat euch sehr gefallen, Freunde. Falls es der Fall ist, lasst nochmal einen schönen Daumen nach oben da für weitere Ich bewerte eure Teams-Folgen. Und dann würde ich sagen, Freunde, haut rein, ich bin raus und Peace.